darum, die Zeit nicht zu verbessern, einfach nur die Zeit versuchen zu fahren. Weil es ist schwer, viel besser zu werden. Noch, also von der Zeit meine ich. Skilltechnisch ja, aber für die Zeit mit dem aktuellen Skill so zu verbessern, ist halt einfach quasi unmöglich erstmal. Deswegen bisschen entspannt fahren. Versuchen die Zeiten irgendwie ranzukommen und verbessern, naja, weiß ich nicht. Ich bin mal immer mal an einem gewissen Punkt etwas vorne, aber verliere ich dann wieder. Jetzt war ich 0,2 vorne und verliere wieder in dieser komischen Kurve da. Ach, das rote Ding da. Ach, das habe ich jetzt, weiß ich, was du meinst. Da habe ich da nie hingeschaut. So viel Sicht habe ich nicht. Da darfst du echt drüber fahren, ne? Komplett, oder was? Ja, auf jeden Fall mindestens mal das halbe Ding. Ich habe es jetzt gerade mal im schlechten Winkel probiert. Also, es gibt keine Strafe auf jeden Fall. Ob das so gut ist, weiß ich noch nicht. Das kann ich dir auch noch nicht sagen. Aber theoretisch gesehen kannst du die Kurve sehr weit außen anfahren und dann innen fast gerade durch. Das klingt vielversprechend, gerade durch. Schau, wie viel mal Zeit man verliert, wenn man außen fährt. Das erste Mal. Ob man das hinkriegt, das ist die Frage. Das sowieso nicht. Zumindest einmal von 100 Mal. Das besagt man jetzt mal gemacht, weißt du? Ja. Nee. Oh, Gottes Willen. Ich war das erste Mal in Sektor 1 0,3 schneller oder 0,4 und dann versau ich es bei der. Da war ich so schnell über diesen Berg da. Ach, die kann mich ja fahren, Mann. Das ist die andere. Okay. Ich bin hier gerade am Grenzen ausloten. Vernünftig. Muss ich mal testen? Ja. Wieder versuchen, mich zu konzentrieren, nicht zu husten, aber das ist komisch gerade. Es ist ein ganz, ganz kleiner, kühler Hauch Luft gekommen. Die habe ich eingeatmet. Mochte die Lunge nicht. Heute früh wieder wild, sag ich dir. Irgend so ein Idiot wieder mich penetriert da.
ziemlich gut. To find a 10 in Sector 3, bin dabei. Da ist der Jens! Wo ist er? Komm her, komm her, komm her, komm her, Jens, komm, 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 komm. Wo bist du? Wo bist du? Oh Gott, ich seh's. Und ich bin hier voll, feier voll. Geil, oder? Hey, mach Platz da! Right side, clear left. Hast du die Strecken gelernt, Erti? Schon, oder? Hast du die mal versucht zu inszenieren? Nee, vergesse ich jedes Mal, weil ich sehe das Ding ja nicht auf meiner Sicht. Ich sehe nicht. Ich muss mich dann erinnern, dass es da ist. Mach nur mal Refresh, dann müsste es mit dem Content direkt funktionieren. Die Chicken Probleme in den Spiel zu kommen. Muss bei dem Content Manager nochmal Refresh machen, dann ist es weg mit dem Missing Content. Also alles okay. Wir haben nichts verändert. Nur die Strecke haben wir verändert. Und du musst da genau die nehmen. Und vielleicht den BMW laden, ne? Weil wenn du mit dem Content Manager den BMW nicht geupdatet hast, mag es der Server auch nicht. Ja, musste ich gestern ja auch machen, BMW runterladen. Aber er war vorhin drauf und dann hat es nur nicht im Vollbild gestartet, ist er nochmal raus und dann kommt er gar nicht mehr drauf. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Das ist wieder so langsam. Schau nochmal Strecke und den einen BMW, der im Ordner ist. Der Z, keine Ahnung, wie. Weiß ich. Was fahre ich hier? BMW M4 GT3. On the track! Lad dir mal und probier's dann mal, TG. Boah, ich sehe das erste Mal diese, weil ich kurz weggeschaut habe, ob die Strecke funktioniert. Okay.
Gott, ich bin so erschreckt, dass an die Leute mir nochmal das Setten hier. Fuck. Alexander, was geht? Moin. Trucks clear. Push, push, push. Ah, ich hab da gar nichts hier. Next Track hier. Und wie immer habe ich es randommäßig geschafft, dass ich eine Strecke nehme, die in ACC auch drin ist. In ACC, in AC, in allem möglichen. Ich wollte eigentlich Anti-ACC-Kampagne starten, aber irgendwie schreibe ich es nicht. Ich wollte dir Platz machen. Das war's nicht, du. Nee. Ich dachte, er fährt dann innen rein, wie sich's gehört. Aber scheinbar wollte er auch Platz machen. Du musst da gar nicht viel installieren, Titi. Die Strecke musst du ja nicht installieren. Du musst nur die Cars schnell laden. Und auch nicht die Formel-Cars. Du brauchst nur die GT3-Cars laden. Fertig. Das ist das Standardspiel plus die Strecke und die GT3 Cars. Das war's, mehr ist nicht. Ich hab's ja reduziert für den Server. Was ich noch sortieren muss dann. Also, du hast quasi nur die Strecke und paar kleine Autos zum Laden. Ja, aber ich hab's geschafft, finde ich ganz cool. Eine Strecke, die halt wirklich überall wieder drin ist. ACC, AC, RF2, F122 und vielleicht sogar ein Race Room. Ich weiß nicht, ob die da auch drin ist. Aber du musst nicht das ganze Spiel installieren, oder? Was hast du denn gemacht, TG? Sondern du musst nur die Zusatzinhalte installieren, oder? Ja, ich meine, das ist ja auch okay, das stört ja nicht. Ich werde es dann demnächst kompakter machen, was es angeht. Wegen den Tracks. Ich werde das Trackpack halt raushauen und nur noch die Tracks so einzeln einhauen. Und dann braucht ja der Nachjoint halt nur noch die eine Strecke laden. Ich werde dann auch noch ein Paket von den Autos machen. Man muss sich halt mit Zeit machen und die Zeit ist knapp, wenn ich noch so viel trainieren will. Kannst du nicht direkt alle Tracks einfügen, sodass man nicht immer alles laden muss? Nee. Man weiß ja nicht, welche Strecke noch kommt und welche wir installieren und so. Wie soll ich denn das machen? Den Trackpack sind 39 Strecken und wir fahren halt randommäßig irgendwann eine von denen. Und die haben auch neue Versionen. Du musst im Endeffekt immer nur alle 3-4 Tage eine Strecke laden, falls sie nicht im Standardspiel drin ist.
You've just done a 138.00. Du mal 300 Messen, oder was? Wegen Turn 4 oder wie hier? Was auch immer das ist, Turn 4, 5. Wo es hier hoch geht. Das haben wir doch so umgebaut. Das hier. Das ist doch NF1 22 auch so. Du mir erzählst, da haben sie ein bisschen was aufgeschüttet oder wer war das? Aber Bergsteigen ist ein gutes Stichwort. Haben wir schon in einigen Strecken Bergsteiger hier gehabt. Ich werde das schon noch versuchen mit der Zeit kompakter zu machen, TJ, aber das ist für mich immens viel Arbeit immer alles. Heute auch schon wieder 2-3 Stunden drin gehockt. Ich muss das alles packen, entpacken, sortieren, hochladen. Man muss, aber wie gesagt, du musst nicht alles laden. Du lädst die Strecke. Und die GT3 Autos, das war's. Dann kannst du mitfahren. Das sind ein paar Megabyte. Ja, ich habe gesehen, dass das in ACC nicht so ist. Du bist halt einfach ACC verwöhnt, du Luder, du Xentra, Entschuldigung. Weißt du? Aber ich weiß nicht, ob das in Formel 1 nicht auch so ist. Da würde ich am liebsten direkt reinschauen wollen, weil es ist schon auch so krass. Schade. Hey, ich hätte geschafft, nach 72 Runden mal wieder eine Zeit zu schaffen, ein bisschen besser, aber hat nicht geklappt. Aber finde ich geil, Xenton. Immer für Überraschungen, ne? Ist immer gut. So hast du auch ein bisschen da zu rumzuspielen. Ist nicht alles so gewohnt, ist doch auch toll. Stint. Noch keine Zeitverbesserung. Ich bin mal noch diesen Curb gefahren da. Der ist schon ganz glatt hier, sage ich dir, Jens. Ja. Das erste Mal gerade. Das war sie.
ist leider nichts. Boxenausfahrt hat geile Bodenwellen. Aber sonst geht's eigentlich, du. Sonst finde ich's eigentlich ganz nachvollziehbar. Bei Deep Forest Raceway war es halt krass. Das ist ja halt hier harmlos dagegen. Der sieht jetzt eigentlich schon aus, als was für Pussys. Nach Gefühl bauen, weißt du? Wir sind hier nicht in einem sterilen Raum. Wir sind hier im Dreck in der Werkstatt und haben Öl auf den Händen und auf der Nase, weißt du? Aber ich finde es sehr geil, also ist witzig. Aber ich muss sagen, ich bin die doch mal F1 22 auch gefahren. Und die war auch so. Bist du sicher, dass es dann nicht auch so ist? Dieser Sprung hier war genauso. Jetzt gar keinen Bock, jetzt umzulongen und nachzuschauen. Aber ich erinnere mich, dass es vielleicht so ist. Kann ich den zum Ende her machen? Ich komme nicht ein bisschen was zu verbessern, Jens. Katastrophe hier. So einfach, der Zeit zu verlieren. Kein Problem, der Gino macht das schon. Wieso sagt der Guy behind? Sagt er nicht gleich Centrum? Der kennt doch deinen Namen.
ist so beschissen. Die Kurve ver... Ich peil die nicht, Mann. Dass die so groß wird. Schade. Ich muss mal Xanten zuschauen. Der fährt sie bestimmt ganz wild. Den geschafft man eine Runde noch. Ja, trotzdem keine beste Zeit. Ja, ja, ich weiß. Weiß. Also die Kamera, ne? Wenn es so dunkel ist. Mal wieder vorhin sehen. Keine Ahnung, ob ich da was ändern soll. Mal schauen. Falsche Kurve, erst die ist es. Die Kamera justiert auch immer nach, oder? Alle paar Sekunden. Das habe ich halt nur gesehen, als ich mein Video kurz geschaut habe. So, ich bin oben. Kein Problem. Gerade die Lichter machen, schauen wie es ist. Flackert das immer noch so an den Händen, oder? Das ist einfach zu viel Licht hier, Alter. Da sehe ich ja durch. Natürlich probieren. Massiv, aber ich glaube, es ist nicht hell genug. Tja.
Hm. Also wenn das funktioniert, Mann, ultra. Schauen, das Licht ist komplett, habe ich gedreht, nach hinten. Flackert trotzdem, oder, bei den Händen. Jedes Mal das Ding absetzen. Direkt nach unten, weil das Licht schauen ist halt schon ein bisschen krass. So. Filmt das immer noch bei den Händen? Also zum Beispiel voll verstrahlt so. Ich sehe das dann nicht gleichzeitig. Flackert es bei den Händen noch? Irgendjemand? Licht nochmal ändern, weil so ist echt krass. Ist zu viel Licht so. Ja. Okay, zu weit darf man über den roten auch nicht drüber fahren. Sehe ich von oben? Aber so die Hälfte ist in Ordnung. Das Licht nicht, oder? Nee. Das ist mir nicht im... Nicht in der Brille, ne? Vielleicht ein bisschen noch kippen? Warte. So. Müsste eigentlich okay sein, dass es mir nicht ins Gesicht ist, ne? Nur passiv so ein bisschen. Jetzt vielleicht. Ich habe versucht, mal so ein bisschen passives Licht reinzubringen. Ich hoffe, das flackert nicht zu sehr. Aber trotzdem, meine Haut flimmert ja trotzdem. Ich habe es gestern im Video gesehen. Thank you.
So. Okay, so kann ich es zumindest lassen. Es ist ein bisschen heller. Schon die eine Kurve hier. Ist noch da, Jens? Jetzt habe ich wieder Headset auf. Ja, ich bin auch da. Wunderbar. Kurz mal Xen dann zuschauen, wie er die Kurve nimmt. Die macht den zweiten da ganz eng. Okay. Die nimmt auch einen zweiten. Den ersten sogar die, okay. Habe ich mir auch überlegt, aber. Bin ich sicher, aber doch Bergsteigen im ersten Gang ist schon sinnvoller fast. Einfach Bergsteiger, mate. Peter. Ja, ich nehme sie auch ähnlich, keine Ahnung. Vorstellen, Jens, die Strecke einfach zu bauen, ne? Schon krass. Ja. Aber meistens gibt es sie schon in anderen Spielen, da tust du die konvertieren, verändern oder einfach nur ein bisschen abzeichnen. Oh, wow, okay. Kurve ist so beschissen. Hat aber jetzt ein bisschen abgekühlt, 23,9 von 27. Mal was ausprobieren und dann das. New fastest lap for Zentran, ich hab zugeschaut. Ja, jetzt seht ihr sich. Na ja, Mensch, Zentran! Ist der, weil ich zugeschaut hab, Daumen gedrückt. Was hast du geschafft hier? GZ. Mit meiner vollen Power. Agathe Power war dabei. Agathe Bauer. Okay, geht's weiter. Nächster Stint ist dran. Nach 100 Runden mal schauen, was ich mache. 21 Runden habe ich 100. Du musst ja nicht genauso viel haben mit dabei, Jens, fast. Naja, du hast eine Stunde Vorsprung oder so. Ja, aber ich habe ja auch immer wieder Pause gemacht. Alle so, je nachdem, wie oft ich hier reinfahre, alle. Ich hatte aber auch 5 Minuten Pause. Ich mache alle so 10 bis 20 Runden mal so, ein bisschen Pause. Ja, ist vernünftig. Auch um mich ein bisschen zu pflegen wegen meiner Gesundheit. Ich musste immer so ein paar Sachen noch wieder machen.
Ich habe auch versucht, das Licht hier in der Küche besser zu machen, damit man was sieht. Bin nicht sicher, ob es mir gelungen ist. Auf jeden Fall bin ich jetzt heller die ganze Nacht. Aber das Flimmern, ich sag mal, das Flimmern auf meiner Haut ist trotzdem noch da. Habe ich gestern Nacht gesehen im Dunkeln. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Jens, die gelbe Flagge! Ist nicht wegen mir. Nee, da ist nur ein Auto nirgendwo in der Sahara gefühlt. Mit welchem denn? Mit dem 21er oder mit dem 20er? So mit dem GTR im GT3. Haben wir zwei drauf. Meinst du? Ja, aber ein bisschen anpassen, das Auto muss ja gehen, oder? Ich konnte ja in Ungarn auch gar nicht fahren. Ein paar Anpassungen, dann ging's eigentlich. Da hat Technik ganz gute Arbeit geleistet mit dem Setup. Es hat dann so viel Downforce gehabt. Ich weiß nicht genau, was er gemacht hat, kann ich dir gar nicht sagen. Der war Glatteis und danach hat er total viel Downforce. Falsche Kurve. Bin immer gespannt auf andere Autos. Ich hab gar nicht geschaut, was du gefahren bist vorhin, Xenta. Ich muss hier am Server schauen dann. Jetzt mit erster kann gar keine Verbesserung. Gut, dass man immer sieht, dass hier jemand gerade ausgefahren ist.
Come on. Irgendein Sack aus der Box gekommen, was war denn mit drin? Weg mit dem. Gibt's nicht. So, dann stecke ich dir in die Reifen. Also, ja, Spikes und so. Ich mache hier Krähen, Drachenzähne, Krähen, wie heißt das? Krähenfüße. Ja. Sind wir hier bei Need for Speed oder was? Na klar! Das wüsste ich aber. Warte mal lieber auf mich. Ja, ich fahre eh schon langsam, ist meine Zeit. Soll ich dann warten auf dich? Bist du ganz gut hinter mir? Ich bin 0,4 hinter meiner Zeit. Müsste genau deine Zeit da nicht sein, oder? Doch, langsamer. Ups. Vielleicht kann ich abkürzen. Mist. 0,7. Oh. Okay. Leicht gestriffen. Also ich finde, die Strecke sollte man mit Go-Kart fahren. Das ist bestimmt witzig. Bitte? Jetzt im ersten Sektor eine halbe Sekunde schneller, aber. Aber fast, ich kann es aber nicht mitnehmen, bestimmt. Ja, verliere schon Zeit so.
Hector 2, Time is okay, sagt er. Jetzt aber die einzige, die okay ist. Ja, ein bisschen verbessern geht, aber ich habe nicht 0,5 mitnehmen können. 0,08 werde ich mich verbessern. 0,07, 0,04 nur. 0,03. Also. Im ersten Sektor eine Sekunde gut gemacht und habe sie verloren. Komplett im letzten Sektor. Das kannst du nicht vorstellen, Mann. Immer gleich. Immer gleich diese eine Kurve, dass ich dann auf einmal Gas geben will. Einfach im nächsten Gang schalten hier. Yo! In die Garage fahren hier. Nee, hallo, was ist denn? Hallo, hallo, verlorener Sohn, was geht? Aha, ich dachte schon, hier funktioniert irgendwas nicht. Wir haben uns schon gewundert, wo du bleibst. Ich brauche euch jetzt nicht mehr. Oh. Deinen eigenen Server, deinen Tracky. Hast du? Ich hab AI. Ich hab jetzt, die letzte halbe Stunde hier gebastelt und jetzt rumpel hier ganz langsam AIs durch die Strecke. Aber so richtig doll ist es nicht. Aber wie, was heißt langsam? So meinst du bei No-Healthy-Server so Gegenverkehr oder was? So Verkehr, der fährt? Ja, irgendwie wirkt das so. Also die fahren auch nicht an mir vorbei, sondern die erscheinen so. Mhm. Also es gibt dieses, es gibt so ein Japan-Ding wohl, glaube ich, oder so, weiß ich, wie das nennt, was er... No-Hazy? Ja, genau, sowas. Das ist was, das, wo man, wo der in Japan im Tunnel ist und so. Ja. Und das habe ich jetzt auf eine Rennstrecke angewandt. Oh Gott. Wo ich, wo es schon fertige AI-Spuren gibt. Ja, und? Ja, und jetzt fahren die hier rum. Aber ich weiß noch nicht genau, also ich fahre diese DRM-Dinger und die sind extrem biestig. Also glaube ich dir. Krass. Das ist kein Vergleich zu den Fahrzeugen, die so dabei sind. Und wenn ich mal an die AI drankomme, dann habe ich das Gefühl, die geht mir aus dem Weg. Ja, das ist halt so dieses Video auch immer gewesen. Das ist da, wo er beim LKW auch so durchgefahren ist drunter. Doch LKWs, wo du so drunter durchfahren kannst? Nee, ich hab schon aus meiner Rennklasse hier die Fahrzeuge. Kann ich gleich mal teilen, wenn ich die mal... Du musst mir echt mal also erklären, wie ich jetzt hier Mods drauf tun soll. Ich wollte auch schon die Mods drauf tun von dir. Hier sind sie, da ist er auch noch. Mal gucken, was passiert. Also rammen kann ich sie. Gebremst, hält mich auf. Hält an. Klingt aber nicht sehr spannend. Nee, das ist ja nicht unterstützt. Und das ist wohl die erste Implementierung. Das ist das, was alle mal davon sagen, AI ist möglich, ne? Die AI in dem Video ist einfach nur so da, der fährt geradeaus und der muss sich halt einfach überholen, damit er halt dann ein bisschen Action hat. Also du kannst... wie das wohl funktioniert, du kannst festgelegte Linien auf der Strecke, ich sag mal malen. Ja genau, habe ich gesehen, ich habe halt heute AI-Ding gesehen, eine Strecke steht da drin, AI-Linie oder so. Schade, leider versaut, weil ich gedacht habe, es kommt eine Kurve. Klingt ja, interessant. Muss mal ausprobieren, ne? Ja klar. Ja, ich kann ja gar nicht so viel rumspielen mit Server. Zeit ist ja immer knapp. Zeit ist immer knapp. Ja, kannst du mal probieren, Tische, gibt's bestimmt ein paar. Heute um 5 ins Bett gekommen, erst Techni. Ach so, viel Scheiß. Noch geraced hier. Den Dach gehalten. Was okay war, fand ich cool.
muss ich ausnutzen, wenn Jens, einmal im Monat da ist, weißt du, ich meine? Ja, vergraulen. Okay, zweimal im Monat, Entschuldigung. Pause wieder. Ja, es kommt ja so oder so. Weißt du, ist ja egal, was ich sage. Ja. Schon angekündigt, dass du dich... Muss ich mir das anhören? Und am Mittwoch musste ich mir anhören, mach mal mehr was mit uns. Du musst dich mal mehr integrieren. Du musst mal mehr Zeit mit uns verbringen. Du musst mal mehr mitkommen. Und genauso mit dieser Stimme, oder was? Naja, komm, nicht ja, ganz, aber... Es war noch Weiber, oder? Ja, klar. Ja, was willst du erwarten? Die meckern immer, egal was du machst und sagst und tust. Ist nie richtig. Denn wollen sie einen verkuppeln und fragen einen immer, warum stehst du denn so? Und dann antworte ich jedes Mal was anderes und hoffe, dass sie irgendwann merken, dass ich jedes Mal was anderes antworte. Ist denen dann egal? Jetzt, wenn sie nicht wollen, dann wollen sie dich. So. Ich hab das in der Arbeit immer so gemacht, ne? Ich habe nie irgendjemandem Kollegen wirklich was erzählen wollen von meinem Real Life. Und dann fragt der eine Kollege was, erzähle ich eine Geschichte, kommt der andere neben, erzähle ich eine ganz andere Geschichte, sogar als der andere daneben stand. Mir war das so egal. Ich habe zu viele Geschichten erzählt. Kein Bock auf sowas, weißt du, ich meine? Gar kein Bock. Geht niemand null irgendwas an. Ja, die sind bei uns aber sehr schlimm, wenn du mit denen... Wenn du am besten nicht mit jedem Nachbarn irgendwie Zeit verbringst, denken die gleich, du magst die nicht und grüßen einen nicht mehr und sind eingeschnappt und keine Ahnung. Ja gut, du wohnst in einem Dorf, das ist scheißegal da. Das ist scheißegal, meine ich. Nee, genau umgekehrt. Umgekehrt meine ich. Da ist es wichtig. Auf dem Dorf ist schlimm. Genau, meine ich. So meine ich ja nicht. Da ist es wichtig, bei mir ist es scheißegal. Ja, am besten bringst du jeden Kuchen vorbei auf dem Dorf. Obwohl es hier auch, also es ist eine Siedlung, weißt du, hier sind immer so Siedlungen für sich. Das ist ja dann fast so wie ein Dorf an sich. Ja. Jo, test die neue Strecke hier, Zahnfahrt. Ja, jetzt, ich sehe schon Strecke fehlen. Jetzt ist die ja schon wieder in jedem Spiel drin. In RF2, in ACC, in AMS, in bestimmt auch in R3E. In jedem, ich schaff's immer wieder eine Strecke, die überall drin ist. Und ich wollte eigentlich ACC. Halt mal kurz Klappe. Ich wollte ACC. Ich wollte eigentlich die Anti-ACC-Kampagne starten, aber schau ich nicht. Technik, ich bin gespannt, was du zur Strecke sagst, weil ich finde es richtig toll. Ja, das Antwort kenne ich. Ich war mal auf einem Campingplatz da in der Nähe. Oh, okay. Stimmt, haben wir das nicht schon mal gesprochen? Mhm. Die nächste hätten wir eigentlich gewotet, sag ich mal. Wo ein paar sich. Aber du achtest ja nicht auf die. Wäre vielleicht Kialami. Was meinst du? Die Alami kennen wir ja. Ich weiß nicht. Wie ihr wollt. Ich lad gerne Strecken runter. Ja, ich würde auch die Verzeigungsstruktur noch ein bisschen verändern. Dass man auch. Das Trackpack tue ich rausnehmen. Man muss dann nämlich auch nicht. Man muss immer nur noch die eine Strecke laden, die wir fahren, falls sie neu ist. Trackpack tue ich weg. Musst du doch jetzt auch. Wir haben ja alle inzwischen das Trackpack. Naja. Und jede Strecke, die dazu kommt, die müssen wir laden. Ja, weil es halt immer andere Versionen gibt, weißt du, ich meine? Ich habe halt damals... Eben auf Toilette. Jo. Hast du deine Zeit schon wieder verbessert? Ja, irgendwann, aber nur noch 0,02, hab ich doch gesagt. Naja, aber es hat gereicht, damit bei mir wieder 2 Sekunden stehen. Ja, nee, das ist von Xentran, nicht von meiner Zeit. Das ist von dem Platz 1 okay. Immer. Ich meine, habe ich nur 0,0 irgendwas verbessert, das fällt ja gar nicht ins Gewicht. Falls Techni wiederkommt, sag ich ihm.
Also ich erinnere mich daran, ich muss noch erklären, wegen der Strecke, warum es so ist, warum wir wieder laden müssen. Dann erkläre ich das mal.